Also. Geil. Ja, kommt halt auch nicht so richtig aus dem Arsch vor. Aber mal gucken, was er jetzt sagt. Weil jetzt stellen wir nochmal auf 1 hier. Ja, natürlich packen wir den jetzt auf 1. Schön mit Gas geben vorher. Das war aber sehr knapp jetzt. Ja, ich weiß, aber ich hatte es nicht. Keine Bange. Die Front, die bricht schon mal gerne ein bisschen aus. Da kommt Freude auf. Die Kurve, die ist mir jetzt ein bisschen happig. Ich mache das ein bisschen anders. Bei den Tunnel, den musst du dir gleich geben. Muss ich mir ein neues geben? Das Ding? 2 Tonnen. Exakt, beinahe exakt, um 50 Kilo oder so. Das Geile ist einfach mit dem Scheiß Open Cat hörst du selbst im Leerlauf schon. Er kommt nicht vom Frontantrieb. Ja, aber das passiert dir doch normalerweise eher mit Weckern. Nein, das passiert mir auch hin und wieder. Gerade wenn du so am Berg anfährst, ja? Der kommt nicht aus dem Quark. Weil der Tempomat, alle Scheiße dabei. Besonders bei unserem BMW, alle Frontmotor und Deckantrieb, da hast du richtig Spaß. Ja, das ist klar, das ist klar. Die Auffahrt bei uns und Straßen und so fahren. Aber der Micra hat so dünne Reifen, der hat 155er. Und da kommt nicht viel Haftung. Wie teuer war jetzt der Auspuff hier? Ja, das komplett einfach Mittelrohr, Endrohr, lass es 150 Euro gekostet haben, war einfach durchgegammelt. Aber da, dass der jetzt so laut ist, das ist einfach, weil ich eine nach dem Cut abgeschraubt habe. Also so laut hätte ich eine vorher auch schon haben können. Aber okay. War mir irgendwie die ganze Zeit über nicht so klar. Und ich wollte mir halt auch erst einen Straight-Through basteln, aber ich lasse es jetzt einfach so. Ja. Weil was soll ich da jetzt noch machen, ganz ehrlich? Na ja. Besser geht's doch nicht mehr, oder? Genau. Haben Sie schon angehalten hiermit? Das ist meistens, wenn ich Polizei sehe, gehe ich einfach vom Gas. Ja, Dave? Hinter uns ist ein K11, der Laber? Ein K11? Ich weiß. Was? Das ist da der mit den quietschenden Reifen. Ach so, ihr redet vom Micra bei K11, ey. Mann. Wo ich hier schon wieder. Ja, K11 ist die Typenbezeichnung bei Micra. K11. So einen fahre ich halt eben auch, weil ich den von meiner Mom weitergereicht bekommen habe. Wobei ich sagen muss, wenn man sich erstmal an das Aussehen gewöhnt hat, ist das echt ein ideales Auto. Der frisst überhaupt keinen Sprit, geht für seine PS-Zahl ziemlich gut nach vorn, fährt sich relativ sportlich, an dem Auto ist alles ziemlich gut. Die Qualität stimmt, er ist zuverlässig wie Sau, wir haben daran noch nichts gemacht, 80.000 auf der Uhr, aber gar nichts gemacht. Also die Karre ist schon ganz cool. Ja? Mein Van hat ungefähr 160.000 runter. Wir hatten damals mal einen, also mein Skifahrer. Meilen oder Kilometer? Weißt du, der Kopfdinger, wir hatten ungefähr schon 6 oder 7 Stück von den Teilen. Und einer davon hat schon mal 800.000 Kilometer runter. Und die fahren trotzdem noch. Auch als die fahren noch, ja. Ja, den kannst du ja dann noch mal doppelt so lange locker fahren. Ja, klar. Boom. Das ist ein richtig geiler Party. Ja, natürlich. Das ist richtig dick. Ja, ist es so. Fährst du auf Festivals damit? Ja, ich war zum Beispiel auf Nature One, kennst du das? Ja, klar. Da war ich zum Beispiel jetzt vor, weiß nicht, 4 Wochen. Erstmal, ist das ein Hardcore-Event oder ja, Hardcore? Ja. Ja, relativ chillig, ja. Das ist geil. Bis 20-30 km/h wird es immer noch geil. Ja. Ich zeig dir mal ein Foto. Wir haben das Ding so mit Tarnnetzen ausgelegt. So. Das ist auch geil, wenn die Lukas, er hat jetzt bei 45 den Tempomat reingelegt. Ist auch cool. Ich hab grad schon wieder Spaß hier. Was ist das für einer? Sedos. Also der Vorgänger vom 6er, vom Monster 6 ist das, oder? Ja, müsste. Also vor dem 525 noch, oder? Ja. Genau, okay. So. Was haben wir denn? Ich habe da vorne auch so ein Sonnendach vor. Kann ich mal ausfahren? Das ist geil. Ja, das ist ja wirklich wie ein altes Wohnmobil, das Puppel. Ja. Das ist schon geil. Das ist cool. Ja, jo. Das ist vor allem. Einmal um den Kreisel driften! Ja. Wow. Ja, Leute, ey, fahrt doch gescheit hier.
Boah, das war jetzt aber eben echt ein bisschen halsbrecherisch. Was denn, als wir vom Parkplatz gefahren sind? Nein, das war der Typ, der sich eben geleistet hat am Kreisverkehr. Ja, pass auf, wir fahren jetzt noch einmal zum Parkplatz zurück und dann machen wir mal einen Fahrerwechsel. Ja, komm schon, ey, ich will auch. Polizei holen. Ja. Was? Polizei da vorne. Ja, dann geben wir jetzt einfach mal kein Gas. Funktioniert immer am besten. Ja, ist so. Weißt du, im Leerlauf ist der ja nicht so verdächtig. Ja. Also, weil ich so mache. Es gibt auch, glaube ich, nur einen Polizisten hier, der dich damit anhalten würde. Das ist dieser hier, wie heißt der? Der Roller. Nuttebaum. Nuttebaum, genau. Minikop? Ist das, ist der mit dem verwandt? Weiß ich nicht. Oder mit Kopf? Minikop? Man weiß es nicht. Ich kenne Nuttebaum selber von meiner Mom. Also mich was mich nur ein bisschen abfuckt im Moment ist, dass bei dem diese ganzen Zeitmarkers im Moment nicht funktionieren. Weil irgendwie die Elektrik ein bisschen müsste mal gemacht werden. Das ist bei uns auch so. Aber solange der Motor läuft, wo? Bei dem stimmt auch auf 2 Pötten die Kompression nicht. Der ist am Öl, der verballert genauso viel Öl wie Benzin, ey, glaub mal. Wir waren letztens in Grefrath, ich konnte direkt danach wieder 300 Milliliter draufkippen. Ja. Aber scheiß drauf, solange es nur draufkippen ist. Ja. So. Ich finde es so geil. Ich habe den vorher nie gehört, diesen Ofen. Und dann sind wir einmal, als der Auspuff eh schon voll in den Fritten war, sind wir damit aufs Treffen gefahren. Warte mal. Alter, auf den Moment habe ich gewartet. Hast du drauf? Ja, klar. Sauber. Klar, Mann. So muss das. Du musst einen 5,5 Meter Arsch einfach driften. Und kicken. Nee, da ist er jetzt nicht gut mit klargekommen mit dem Kickdown. Wette bitte. Wette aber mit dir, dass du das mit dem 5er genauso bist. Ja, glaube ich. Denke ich doch. Es macht einfach zu viel Laune, ey, ganz ehrlich. Es gibt Fahrspaßschalter bei BMW. Also du kannst nur das ESP ausstellen, wenn du den einmal drückst. Und wenn du den gedrückt hältst, dann schaltet der alle elektronischen Helfer außer Servolenkung und ABS. Und so. Dann kannst du damit so umbiegen. Ja, so, jetzt noch einmal der volle Tunnel hier. Das geht bei Bamas 3er aber auch. Das geht bei Bamas 3er, bei Bamas 3er auch. Ah. Das ist total witzig. Weißt du, warum ich jetzt Bock hätte? Meinen auch vor Mittelteildämpfer abzumachen. Ja, sicher. Mach! Also ganz ehrlich, ich habe mir den auch von. Das Krasse ist. Ja, so leichte Sachen. Das Krasse ist, der klingt von innen so, als wäre er 120 Dezibel laut. Nur von außen ist das. Klingt der normal. Nein. Doch? Nein. Er hört sich von außen nicht normal an. Aber er ist von außen. Ich habe letztens einen CL63 AMG in Dortmund gesehen, der war viel lauter von außen als meiner. Ich finde meiner. Also. Ich finde, man hört meinen von außen. Aber die Kompressoren, die in Deutschland. Ja. Das sind die brutalsten Kompressormotoren. Aber ich finde trotzdem, dass meiner von außen nicht übertrieben laut ist. Oder kommt mir das echt nur so vor? Der blubbert, aber der brabbelt genau. Ja, aber der macht ja jetzt nicht Alarm. Ey Leute, da habe ich schon einen Karren gesehen, da dreht ihr euch im Grabe um. Also dagegen ist meiner von außen echt noch angenehm, möchte ich sagen. Hier, der SRT, der Ram, der Dodge Ram, den wir bei Dinges gesehen haben. Bei hey, Treffen, also, nennen die denn noch? In der Tiefe, da stehen auch ein paar sehr interessante Schlitten. Ja, aber Nazi-Fraktion, wa? Nein. So, jetzt. Aber Lukas, wir machen das folgendermaßen. Ja? Wir machen jetzt komplett einmal die Durchrutsche. Du gehst nach ganz außen und ich gehe in der Mitte. Okay. Ich will zumindest in der Nähe des Fahrers sein. Wieder. Gerade eingreifen. Ja, ich meine, ich glaube nicht, dass ich eingreifen brauche, aber weißt du, Van hin oder her, so eine Motorhaube musst du mal, die musst du.